Yo, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge War Thunder. Wir spielen immer noch War Thunder, wer sich gewundert hat. Normalerweise sollte diese Woche schon World of Tanks kommen. Werden wir aber nicht, sondern erst nächste Woche, weil ich irgendwie ein bisschen Gefallen an diesem Spiel gefunden habe. Und in der letzten Folge haben wir zum Beispiel Raketen bzw. Bomben, ich bin mir gar nicht ganz sicher, an unser Flugzeug hingemacht. Und deswegen werden wir jetzt erstmal gucken, was wir damit denn so Schönes machen können, bzw. wie die Dinger dann so abgehen. Wie immer, heute ist Dienstag, heute ist Community Time. Das heißt, wer das Spiel noch nicht hat, der kann sich gerne unten in der Videobeschreibung über den Link anmelden und sich das Ganze runterladen. Und dann könnt ihr heute am Dienstag um 20 Uhr mitspielen, wenn ihr das wollt. Und wäre auf jeden Fall cool, denn wie gesagt, ich bekomme etwas von der Provision davon ab, wenn ihr euch über den Link anmeldet. Aber ich meine, ich will das nicht jede Folge erwähnen, aber einfach nur, wer mitspielen will, eben heute. 20 Uhr ist wieder die Community Time und dann sucht einfach nach dem Spiel. Ich mache dann so eine eigene Schlacht auf und dann könnt ihr dem ganzen Ding einfach beitreten. Und bitte rackt mich nicht zu hart, sonst wird das wieder so traurig wie das letzte Mal. Aber okay, ich weiß gar nicht, was man so normalerweise als War Thunder YouTuber, sag ich mal, also ich bin jetzt kein War Thunder YouTuber, aber was die Leute normalerweise so machen. Weil ich gehe jetzt hier in meinen Startbildschirm, suche nach einer Schlacht und spiele die Schlacht. Ich weiß ja nicht, wie das bei anderen ist, ob die dann irgendwie, keine Ahnung, das Ganze cutten und ihre MLG-Shot zusammenschneiden. I don't know. Außerdem habe ich nicht 100 Spielstunden, natürlich nicht, sondern 100 Minuten. Ich weiß nicht, wie ich auf Stunden gekommen bin. Ich habe einfach nur 100 gelesen und normalerweise bin ich gewöhnt, dass da Stunden stehen und deswegen habe ich Stunden gedacht. Und dann im Nachhinein, wo das jemand geschrieben hat, ist mir auch aufgefallen, hä? Bin ich ja nicht irgendwie blöd so? Warum denn überhaupt Stunden? Ich habe doch niemals 100 Stunden gespielt. Das ist mir dann irgendwie auch aufgefallen. So, vielleicht noch gar nicht gespielt. Ist das irgendwie die Zeit, während er das runtergeladen hat? Hat das auch schon gezählt oder so? Aber keine Ahnung. Also 100 Spielstunden. Ich glaube, jetzt habe ich irgendwie keine Ahnung. Ich kann mal kurz. Ah, nee, okay, es geht die Schlacht los. Ich wollte gerade nachgucken, wie viel Spielminuten ich schon habe. Und dann werden wir einfach mal gucken, wie das Ganze hier so abgeht. Ich bin mir nicht sicher, was ich jetzt angebaut habe. Raketen oder Bomben müssen wir gleich ausprobieren. Entweder Steuerung oder Leertaste. Ich habe mich mal informiert, meine lieben Leute. Ja, ich habe mich mal informiert. Aber ich hoffe einfach mal, dass es heute dick abgeht. Und dass wir heute Erster werden. Also ich meine, ich weiß nicht, so schlecht bin ich doch gar nicht, oder in dem Spiel? Dafür, dass ich jetzt erst Level 2 bin, bin ich doch relativ okay, gut, oder? Komm schon. Was ist das denn hier für eine Labelle? Ach lol, jetzt habe ich hier. Bell! Ah, okay, das ist jetzt der Ding für meine. Oh, okay. Und was ist das Ding hier? Warum fliegt der so knapp vor mir und warum ist der grün? War das bestimmt so ein Admin oder so? Okay, 3 Kilometer sind die noch entfernt. Okay. Ach, und irgendjemand hat gesagt, ich soll mal auf, auf sag schon was eichen. Hallo, kannst du mal down gehen? Dankeschön. Jetzt nehmen wir den hier noch mit. Ah, oh, der ist schon down. RIP. Hui. Okay. Ich soll auf 800 Meter nullen, also zeroen. Wenn mir jemand sagen kann, wie das funktioniert, das heißt, wie ich zeroen kann, dann dürfte er das natürlich sehr gerne tun. Irgendjemand schießt auf mich und das finde ich nicht so cool. Das finde ich überhaupt nicht so cool. Was auch immer diese Person mit mir vorhat. Aber hey, hör auf damit. Bin ich irgendwo getroffen? Ich weiß nicht. Ich rauche auf jeden Fall schon, aber ich bin anscheinend noch nicht ganz kaputt. Au, jetzt bin ich tot. Mann, ich hasse das. Das müsst ihr mir mal sagen. Wie kommt man denn weg davon? Wenn jemand hinter. Ah, jetzt ist mein geiles Flugzeug weg. Wenn jemand hinter mir fliegt, wie komme ich denn von dem weg? So. Ich meine, ich habe ja, glaube ich, ein relativ gutes Manöver gemacht, aber. Ja, keine Ahnung. Wie kommt man denn von jemandem weg, der einen verfolgt? So, wir gehen jetzt einfach mal auf den hier. Der soll aufhören, unsere Panzerchen abzuschießen. Müssen wir nur rausfinden, in welche Richtung der fliegt und dann. Okay, in die Richtung hier fliegt er. Nee, das wird so nix. Na? Ah.
Jetzt habe ich schon wieder so ein mega langsames Flugzeug. Oh Gott, da war ein Pilot überfordert gerade. Kritischer Treffer. Und, komm schon. Treffer. Hallo, kann er mal down gehen? Okay, jetzt ist er down. Yay. So, dann machen wir ein Senior Ziel jetzt. Komm. Lol. Treff ihn nochmal. Danke. Haben wir nochmal getroffen. Nochmal getroffen. Nein, jetzt muss er nachladen. Rest in peace. Los, lass schnell danach. 8 Sekunden noch. Na, was macht er da? Alter, lol. Was war das denn gerade? Das war wahrscheinlich so ein Manöver, was die Leute meinten. Einfach extrem langsam werden und dann nach oben ziehen oder so, kein Plan. Los! Alter, kann der mal down gehen? Ich kassiere einen Hit und bin down und die hier. Jetzt bin ich schon wieder, Alter, geh wieder über Hits oder what? Ja. Crasht der gerade? Ja. Habe ich den Abschluss bekommen? Ja, habe ich. Cool. Okay. Gonna get sometimes. So, machen wir uns mal auf den hier. Der fliegt nämlich gerade eh in unsere Richtung, so wie es aussieht. Los, ey. Dude. Okay, der ist gerade down gegangen. Epic. Ja, dann war abgestürzt. Ja, ich weiß nicht, ich sollte mich vielleicht wieder auf Panzerdinger gehen, so. Und nicht mal auf die Flugzeuge. Machen wir aber ganz kurz wieder eine Runde Panzer abschießen. Also Bodentruppen. Da, Panzerwagen, hier 1 Kilometer. Kriegen wir den von hier aus schon? Ich glaube nicht. Und hier aus aber Easy Mode. Hallo? Endlich. Wurde ja auch mal Zeit, ey. Wow, das war ein sehr knapper Flug, du. Nein! Guck mal, schon wieder nur ein Hit kassiert. Und schon kaputt so. Okay, ich glaube, ich war auch schon generell kaputt. Meine Flügel haben mit der Zeit schon geleuchtet. Aber egal. Los, sterbt! Mann, die anderen sind viel besser als ich immer. Unser letztes Flugzeug. Auf geht's. So. Es leben noch voll viele von den Bodeneinheiten. Ich muss da, glaube ich, mal wieder hin, du. Ich will nicht immer nur auf die Flugzeuge gehen. Das macht irgendwie keinen Spaß. Mir macht es mehr Spaß, die Bodeneinheiten zu zerstören. Vor allem, was so leichter ist. Hihi. Lustig. Was macht der Typ da? Okay, ich glaube, unser anderer hat den. Ich hoffe es auf jeden Fall. Hoffen wir es einfach mal. So, wir gehen mal ganz kurz nach oben. I know. Es ist egal. Wir müssen nicht nach oben gehen. So, guck mal, da ist einer. 1,1 Kilometer. Ab 700 dürfen wir schießen. So. Der ist schon mal down. Dann kommt gleich der andere hier drüben. Epic. Na, da ist die Flak. Die ist down. Nehmen wir den noch mit und den nehmen wir auch noch mit in dem einen Ding. Epic, nice, dude. 10 out of 10. Okay, ich glaube, jetzt sind wir die anderen Flugzeuge auf den Fersen langsam. Die haben nicht mehr so viel Bock gerade, dass ich gerade den ganzen Dinger zerstöre. So, komm, holen wir den hier noch runter, wenn wir das schaffen. Kritischer Treffer und kommt und er geht runter. Heck wurde beschädigt, okay. Wo sind denn die Einheiten? Da schießt dann irgendwas gerade. Immer schön mittlere Maustaste drücken, dann kann man spotten. Nee. Nicht so ganz irgendwie. Ah, doch, Ergebnis. Okay, haben wir gewonnen. Aber eindeutig, ich glaube, das war das. Aber diesmal war ich richtig scheiße. Wahrscheinlich bin ich nicht mal in der Top-Liste drin, ey. Leider, leider. Weil ich mich so viel aufgehalten habe. Mit Dritter, okay. Ich habe mich so viel aufgehalten mit anderen Flugzeugen abschießen. Aber naja,
Dritter ist auch okay. Bin ich zufrieden mit. Die Runde war zwar ein bisschen kurzer, 10 Minuten, aber ich glaube, nichtsdestotrotz hat es euch gefallen. Ich hoffe es auf jeden Fall sehr. Und wir sind jetzt Level 3. Endlich mal. Hooray. Gut, ich würde sagen, das mal irgendwann anders. Wir forschen einfach mal. Mach, was du willst. Fertig. So. Und ich würde sagen, das war's von der heutigen Folge War Thunder. Wie gesagt, 20 Uhr heute könnt ihr mitspielen. Ich freue mich drauf. Und wir sehen uns dann heute Abend. Also haut da rein. Habt noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss.